US-Präsident Joe Biden hat die jüngste Entscheidung des obersten Gerichtshofs zur Immunität des Präsidenten mit scharfen Worten verurteilt. Diese Nation wurde auf dem Prinzip gegründet, dass es in Amerika keine Könige gibt, so Biden am Montag in einer Stellungnahme aus dem Weißen Haus. Niemand stehe über dem Gesetz. Mit der Entscheidung des obersten Gerichtshofs hat sich das grundlegend geändert. Es sei ein gefährlicher Präzedenzfall, der dem amerikanischen Volk einen schlechten Dienst erweise, betont Biden. Die Entscheidung bedeutet, dass es sehr unwahrscheinlich sei, dass Trump vor der Wahl am 5. November wegen seiner Rolle bei dem Versuch, das Ergebnis der Wahl 2020 umzukehren, vor Gericht gestellt werde. Die Öffentlichkeit habe jedoch das Recht, vor der Präsidentschaftswahl eine Antwort vor Gericht zu erhalten. Biden bezog sich dabei auf die Anklage gegen Trump im Zusammenhang mit der Erstürmung des Kapitols durch dessen Anhänger, die seinen unbegründeten Behauptungen über den Wahlsieg 2020 Glauben schenkten. Aufgrund der heutigen Entscheidung ist das sehr, sehr unwahrscheinlich. Damit erweist man den Menschen in diesem Land einen schlechten Dienst, so Biden. Er bezeichnet die Entscheidung als fundamentale Änderung der amerikanischen Rechtsgrundlage. Der oberste Gerichtshof hatte am Montag entschieden, dass Ex-Präsident Donald Trump nicht für Handlungen belangt werden kann, die innerhalb seiner verfassungsmäßigen Befugnisse als Präsident liegen. Für private Handlungen könne er jedoch zur Rechenschaft gezogen werden. Das Urteil wird als Sieg für Trump gewertet. Der frühere US-Präsident Donald Trump, der bemüht sich, Berichten zufolge nach dieser jüngsten Entscheidung des höchsten Gerichts zur Immunitätsfrage um die Aufhebung seiner Verurteilung in New York. Nur wenige Stunden nach dem Beschluss des Supreme Courts hätten Trumps Anwälte erste Schritte unternommen und sich mit einem Brief an den zuständigen Richter in New York gewandt. Demnach sollen die Anwälte den Richter auch gebeten haben, die für den 11. Juni angesetzte Strafmaßverkündung zu verschieben.